Meine Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, schön, dass Sie wieder da sein. Ganz herzlich willkommen zur heutigen Einheit Rechtsvergleichung. Wir haben uns heute vorgenommen, ein bisschen nordisches Recht zu machen, uns anzuschauen, wie der nordische Rechtskreis sich entwickelt hat. Gehen also jetzt sozusagen vom Kern Europa weg und in die nördlichen Bereiche und werden dort sehen, dass dort ganz andere Entwicklungen genommen wurden und das römische Recht, das ja auf Kontinentaleuropa sehr große Bedeutung hatte für die Rechtsentwicklung, dort gar nicht so wahnsinnig die Rolle gespielt hat. Und warum, das werden wir uns ansehen. Gut, ansonsten zu der Veranstaltung heute Abend, wenn Sie noch nichts vorhaben, denke ich, ist das eine gute Sache, sich heute Abend da mal sozusagen dort in den Hörsaal zu gehen, Hörsaal 8. Der Weg ist ja auch nicht weit, ja, von hier aus, Hörsaal 7 in Hörsaal 8. Obwohl, da müssen Sie noch ein bisschen warten. Wann geht es los nochmal? 20 Uhr, 18 Uhr, 18 Uhr. Ja, da hätten Sie noch mal, gehen Sie noch Kaffee trinken zwischendurch, ja, und dann, oder zwei oder drei. Und dann, glaube ich, ist das eine sehr, sehr sinnvolle Veranstaltung. Ich kann leider nicht kommen. Ja. Ich habe heute noch Weihnachtsfeier im Team. Das wär schlecht, wenn ich da fehlen würde. Gut. Dann nordischer Rechtskreis. Okay, wir schauen einfach mal auf eine Landkarte und schauen uns an, was den nordischen Rechtskreis überhaupt ausmacht. Und da sehen wir jetzt die nordischen Staaten. Also wenn man vom nordischen Rechtskreis spricht, meint man auch die nordischen Staaten. Und wir werden sehen, wie das genau gestaltet ist. Also Island sehen wir, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark. Und dann sehen wir noch Grönland und was haben wir noch? Färöerinseln sind noch dabei. Das sind also die nordischen Staaten und der nordische Rechtskreis, der ist auch sozusagen bezogen auf diese Staaten. Grönland ist letztlich ein autonomer Teil Dänemarks, also bis 1979 nur Autonomie, seit 2009 jetzt in verstärkter Form. Die Färöerinseln und gehören sozusagen auch zu Dänemark. Und dann sehen Sie also, welchen geografischen Bereich das also betrifft, wenn wir den nordischen Rechtskreis uns anschauen. Und die Entwicklung dort im nordischen Rechtskreis ist ganz besonders, denn letztlich hat sich seit dem Mittelalter eine sehr, sehr starke Kooperation, Verbindung dieser nordischen Staaten miteinander ergeben. Warum? Das ist ganz einfach, weil die sich natürlich auch gegenseitig irgendwie ein bisschen behagt haben, militärisch gesehen, machtpolitisch. Und die jeweiligen Hoheitsgebiete jeweils zu dem jeweiligen Sieger immer dazugehörten. Also wir teilweise große Überschneidungen hatten zwischen Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark. Also dort einfach rechtlich gesehen durch die Machtverhältnisse große Überschneidungen haben. Zum Beispiel ab dem 12. und 13. Jahrhundert war Finnland durch die Eroberung eines, also Teil des Schwedischen Reichs, also haben die Schweden im 12. und 13. Jahrhundert Finnland erobert. Das heißt, Finnland war quasi Teil der schwedischen des Herrschaftsbereichs und ist dann natürlich beeinflusst worden vom schwedischen Recht und dem dort geltenden Recht. Und gar nicht für so kurze Zeit, Sie sehen es. Jetzt muss ich mal, ich muss noch kurz diesen Böppel hier abmachen, weil das fuselt so. Letztes Mal habe ich schon ausgesehen, wie so gesprenkelt mit diesem schwarzen Zeug da. Keine Ahnung, was die da mit dem Schaumstoff machen. Aber so geht es, glaube ich, auch. Ab dem 12. Jahrhundert bis 1809, also schon eine relativ lange Zeit, wo Finnland quasi zu Schweden dazugehörte. Wir werden auch gleich sehen, was 1809 passiert ist. Nämlich folgendes: 1809 musste Finnland abgetreten werden, denn die Schweden hatten gegen Russland verloren und der Zar hatte diesen Krieg gewonnen gegen Schweden und hat dann sozusagen als Tribut quasi Finnland erhalten. Wobei Finnland dann, würde man sich ja denken, dann stark vom russischen Recht irgendwie beeinflusst worden wäre. Aber das ist gar nicht der Fall gewesen, sondern tatsächlich ist es so, dass Finnland geschafft hat, eine gewisse Eigenständigkeit zu bewahren, auch unter russischer Herrschaft. Und somit das finnische Recht
stärker von schwedischen Einflüssen durchzogen ist als überhaupt von russischen. Also es gibt praktisch keinen Einfluss des russischen Rechts da. So, wir schauen auf die andere Seite und sehen, dass ab dem 14. Jahrhundert Norwegen und Island Teil Dänemarks waren. Also auch eine ganz gehörige Machtbereich. Norwegen, ganz Norwegen bis 1814 Teil Dänemarks und Island eben bis 1918 Teil Dänemarks. Gab da sehr starke politische oder sehr starke Souveränitätsansprüche Dänemarks und sehr starke Macht eben auch Dänemarks. Was ist 1814 passiert? 1814 geht Norwegen an Schweden nach dem Krieg. Also das ist quasi 1814, 1809 haben die Schweden gegen Russland verloren, mussten sie Finnland loswerden, haben dann aber 1814 die Dänen besiegt und haben sozusagen Norwegen sich einverleibt. Norwegen blieb da auch autonom, also wurde nicht komplett mit schwedischem Recht überzogen, sondern stand unter der Herrschaft bis 1905. Da ist es dann unabhängig geworden. Und mit Island ist es so, dass da 1918 Island 1918 unabhängiger Staat wurde, in Realunion mit Dänemark, und nach dem Zweiten Weltkrieg dann gab es die volle Unabhängigkeit Islands. Also wir sehen, es gibt territorial durch diese Entwicklungen, die regionalen Kriege dort, die jeweils unterschiedlichen siegreichen Herren oder Herrschaftsgeschlechter sozusagen, gab es eben eine sehr enge Verwobenheit der politischen und der gesellschaftlichen Systeme, ganz einfach, weil die entsprechenden jeweils siegreichen Herren Macht ausgeübt haben. Also 12. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert Finnland Teil Schwedens und Norwegen und Island eben sehr lange bis ins 19. bzw. 20. Jahrhundert Teil Dänemarks. Also schon sehr lange Zeitraum. Und hier in Norwegen galt trotz der Eigenständigkeit Norwegens im dänischen Herrschaftsbereich trotzdem dänisches Recht. Das heißt, auch hier sehen wir ja in gewisser Weise eine gewisse Beeinflussung, einfach durch Machtausübung, Oktroyierung des eigenen Rechts. Ja. Also wir haben uns ja ganz am Anfang mal angeschaut, wie entstehen solche Rechtskreise, und da haben wir gesehen, durch Machtausübung, durch Eroberung. Und durch die Eroberung gibt es dann letztlich natürlich auch die Möglichkeit für den neuen Herrscher, eben auch sein Recht zu oktroyieren. So, von 1814 dann bis 1905 gehörte Norwegen zu Schweden. Wir haben ja schon gesagt, Schweden hat gegen Dänemark gewonnen. Also auch da eine Übertragung sozusagen der Herrschaftsgewalt auf das schwedische Königreich. Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Punkt, die sogenannte Kalmarer Union von 1397 bis 1523, wo sich auch sehr stark eine Vereinigung oder Zusammenarbeit der jeweiligen nordischen Staaten ergeben hat in den jeweiligen Konstellationen. Was war da der Hintergrund? Man hat sich überlegt, na, eigentlich könnten wir doch stärker zusammenarbeiten. Ausging das Ganze von der dänischen Krone. Also die Margarete die Erste hat das sehr mit Nachdruck betrieben, hat sich eigentlich eine weitreichende politische Union vorgestellt. Ja. Aber natürlich die entsprechenden Herrscher der jeweiligen anderen Staaten haben sich gesagt, nee, das wollen wir gar nicht, wir wollen gar nicht so eine enge Union haben. Man hat dann zwar am 17. Juni 1397 haben dann 67 Personen des geistlichen und weltlichen Adels eben diese Kalmarer Union unterzeichnet, also einen völkerrechtlichen Vertrag abgeschlossen, der aber nie ratifiziert wurde. Das ist also tatsächlich in den nationalen Parlamenten nie ratifiziert worden, sodass die Kalmarer Union eigentlich gar nicht real existierte, sondern eigentlich nur ein faktischer Bund war, der eben sehr, sehr stark von der dänischen Krone dominiert wurde. Und deswegen gab es sehr großen Widerstand bei den jeweiligen Adligen der anderen Staaten, die das natürlich abgewehrt haben. Also Kalmarer Union war nie wirklich ein richtiger, großer politischer Verbund. Aber es gab natürlich eine enge Verbindung durch diese Zusammenarbeit. Also man hatte schon starken Austausch miteinander.
Also nur für, also eine Art vorübergehende Vereinigung der drei Königreiche Dänemark, Schweden, Norwegen. Das sollte diese Kalmarer Union sein, aber wie gesagt, das ist nie rechtlich wirklich ins Leben gerufen worden. Es wurde zwar unterzeichnet, aber nie ratifiziert. So, darüber hinaus haben wir viele Gemeinsamkeiten sozusagen beim nordischen Rechtskreis. Das sind die politischen Verflechtungen, die wir gerade beschrieben haben in der Entwicklung. Gleichzeitig hatten die nordischen Staaten auch eine gemeinsame Grundlage, dass überall das germanische Stammesrecht, das altgermanische Recht quasi Stammesrecht galt mit jeweiligen örtlichen Abweichungen. Das ist genauso auch im Kontinentaleuropa so gewesen, also im Festland. In Deutschland hatten wir auch altgermanische Rechte. In Frankreich hatten wir entsprechende auf keltischem Recht beruhende Stammesrechte. Und genauso gab es die halt auch im Nord, in den nordischen Staaten, also im nordischen Rechtskreis. Mit örtlichen Abweichungen natürlich, wo das überall der Fall war. Alles nicht aufgeschrieben, alles nur mündlich überliefert. Gewohnheitsrecht halt. Ja. Und aufgrund dieser gemeinsamen Basis, gemeinsame Rechtstradition, hat man natürlich auch eine gewisse Gemeinsamkeit bei der Entwicklung des Rechtskreises gehabt. So, und jetzt hat man im 12. Jahrhundert, also frühzeitig, hat man sich überlegt, naja, so richtig günstig ist es mit den germanischen Stammesrechten, die wir nur mündlich überliefern, ja nicht. Ja? Also ähnlich wie in Frankreich, ja, wo sozusagen der König den Befehl gab, so, wir zeichnen jetzt das Droit Coutume, oder das Droit Coutume, das so zeichnen wir jetzt auf. Das wird jetzt verschriftlicht, einfach um es nachweisbar zu machen. Genauso hat man sich auch im nordischen Rechtskreis überlegt, ja, wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir unser germanisches Stammesrecht einfach mal aufzeichnen würden. Das würde auch erstens die Rechtsfindung erleichtern, weil wir wissen, was ist denn überhaupt das Recht? Und natürlich auch die Fortgeltung, die Kontinuität sicherstellen, weil dann auch andere Personen, die eben später dann mit dem Recht konfrontiert werden, die eben Rechtsgelehrte erst werden, dass die dann entsprechend dieses altgermanische Stammesrecht eben auch erfassen können. So, das heißt, das Ganze ist relativ früh angegangen worden im 12. Jahrhundert. Das heißt, wir haben eine andere Grundlage als beispielsweise jetzt in Deutschland, wo wir eine Kodifikation dieser Stammesrechte nicht hatten. In Frankreich hatten wir es ja nur im nördlichen Teil. Im südlichen Teil galt ja dann sozusagen nach dem Zerfall des Römischen Reichs das Droit écrit. Und das heißt, wir haben hier mit dieser Zentralgewalt, mit dem Erstarken der Zentralgewalt, dann auch eine gewisse Kodifikation oder Aufzeichnung des Stammesrechts und dann mit dem Erstarken der Zentralgewalt eben mit dem Erstarken der Herrschaftsgewalt im Zentrum der Macht haben wir eben auch entsprechend Rechtsvereinheitlichungstendenzen. So, nämlich im 14. Jahrhundert gab es schon ein einheitliches Land- und Stadtrecht in Schweden. Das ist also auch schon sehr früh und schon natürlich dem aufklärerischen Gedankengut, wo die großen Kodifikationsideen kamen, eben vorauseilend. Ja. Also sehen wir sehr deutlich, im nordischen Rechtskreis hat diese Entwicklung, die wir eigentlich dann in Kontinentaleuropa sehr viel später erst hatten, die hat schon sehr viel früher begonnen. Ja? Das wurde halt jeweils in entsprechend den örtlich-lokalen Bereichen eben entsprechend aufgeschrieben und dann mit Erstarken der Zentralgewalt, mit einer Herrschaft, zentral gesteuerten Herrschaft des Königs, eben entsprechend dort erfasst beim König. Ja. Ja, genau. Also ab dem 12. Jahrhundert begann man damit. Ist natürlich klar, dass das nicht alles überliefert ist bis heute, aber man hat sozusagen in einem Teil schon begonnen mit der Aufzeichnung, dass das in Island erst ab 13. Jahrhundert der Fall sein ist. Das mag sein, ja. Das ist ja regional unterschiedlich. Ja. Genau. Ja. Okay, das heißt, also hier kam relativ
Relativ früh hat man mit der Kodifikation begonnen und auch Schweden hat hier ab dem 14. Jahrhundert, wie gesagt, mit einem einheitlichen Stadt- und Landrecht sozusagen diese regionalen Besonderheiten, die man in den Gewohnheitsrechten hatten, eben modifiziert. Das heißt, letztlich gab es in dieser Zeit auch gar kein Bedürfnis für ein römisches Recht oder die Rezeption des römischen Rechts. Warum nicht? Weil wir ja das germanische Stammesrecht kodifiziert hatten. Also in Schweden sogar ein einheitliches Recht für alles, aber in den anderen Staaten eben auch zum Teil jedenfalls Kodifikationen des jeweiligen germanischen Rechts und Gewohnheitsrechts, sodass auch da die Rechts, also zumindest die Zugänglichkeit zum Recht, die Erschließbarkeit des Rechts deutlich gesteigerter war als jetzt beim französischen Recht im Norden in den frühen Zeiten oder im germanischen Stammesrecht, wo wir ja gar keine Kodifikation hatten und auch gar keine starke Zentralgewalt. Gut, zu dem römischen Recht kann man noch Folgendes sagen, dass wir zum Teil Einflüsse natürlich auch des römischen Rechts in den nordischen Staaten hatten und das im Wesentlichen auf die zeitweilige Stellung Schwedens als geopolitische Macht nach dem Dreißigjährigen Krieg zurückzuführen ist. Denn nach dem Dreißigjährigen Krieg hatte Schweden eine relativ große geopolitische Stellung dort, machtpolitisch, und hat sich so wie viele Staaten nach Kerneuropa, ans Kerneuropa orientiert, also Richtung Kerneuropa orientiert. Dann wissen Sie ja auch schon aus unseren Einheiten, dass man irgendwann den julianischen Code, ja, also Codex Juris Civilis, wiederentdeckt hat und dann sehr verstärkt in den neu gegründeten sozusagen Universitäten in Deutschland und auch in Bologna, natürlich ausgehend von Bologna, das römische Recht rezipiert hat, also gelernt hat. Und da hat Schweden quasi mitgemacht in diese Richtung und man hat dann sozusagen den schwedischen Adel, der was auf sich hielt, den hat man dann an europäische Schulen gesandt, an Hochschulen, um sozusagen das römische Recht zu studieren. Ja, also war halt en vogue, ja, dass man gesagt hat, okay, da entstehen neue Universitäten, römisches Recht wird dort gelehrt, das ist sehr wissenschaftlich durchdrungen, sehr strukturiert. Schicken wir unsere Leute mal dorthin zur Ausbildung. Das heißt, jeder, der was auf sich hielt, hat dann an einer europäischen Schule studiert. Und dadurch hat natürlich das römische Recht schon wieder Einfluss genommen, auch auf die schwedischen oder nordischen Juristen, weil man natürlich mit der Kenntnis des römischen Rechts dann wieder zurückging und dort eben entsprechend auch einfach durch die erweiterte Kenntnis des römischen Rechts eben auch Auswirkungen faktischer Art genommen wurden auf das nordische Recht. Das heißt, überall dort, wo kein nordisches Recht vorhanden war, weil eben es lückenhaft war, das Gewohnheitsrecht, dort hat man versucht, diese Lücken zu schließen, eben mit dem Wissen, mit der Kenntnis über das römische Recht. Aber es hat sozusagen nie eine breite Rezeption in den nordischen Staaten selber gegeben, also anders als im deutschen Recht, wo man ja ganz bewusst den Codex Juris Civilis rezipiert hat und daraus ein Usus Modernus Pandectorum gemacht hat, also ein gemeines Recht entwickelt hat. Und das hat sich in den nordischen Staaten nie entwickelt, sondern da war das eher so ein indirekter Einfluss, dass man gesagt hat, durch die Ausbildung der Juristinnen und Juristen, der Adligen, hat man eben sozusagen gewisse Überzeugungskraft, wissenschaftliche Durchdringung des römischen Rechts eben mitgegeben und das hat dann Einfluss gehabt letztlich auf die Anwendung des eigenen nordischen Rechts. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es dann größere Kodifikationsbestrebungen, gemeinschaftlich auch. Es gab ein sogenanntes dänisches Gesetz, das nordische Gesetz in Norwegen, norwegisches Gesetz. Und in Schweden gab es so etwas Ähnliches auch. Es gab zwar schon ein einheitliches Stadt- und Landrecht, aber man hat dann sozusagen im 1734, im 18. Jahrhundert dann auch entsprechend nochmal eine umfassende Überarbeitung vorgenommen. Man hat da auch natürlich sozusagen auch
hier gut gesehen, ja, aufklärerisches Gedankengut, diese Kodifikationsidee, die man hatte. Schweden hatte ja schon einheitliches Stadt- und Landrecht, aber man hat dann letztlich auch hier das germanische Stammesrecht vereinheitlicht, konkret bezogen auf den jeweiligen Staat, auf das Königreich, also kein einheitliches nordisches Recht, sondern jeweils bezogen auf den eigenen einheitlichen Staat. Und was hat man gemacht? Man hat versucht, Privatstrafprozessrecht im jeweiligen Land zu vereinheitlichen, hat die Unterschiede zwischen Stadt- und Landrecht abgeschafft und sich orientiert eben vorwiegend weiterhin am alten germanischen Recht und hat auch da durch diese Entwicklung römisches Recht quasi nur wissenschaftliche Ausbildung der Juristen, kaum Einflüsse des römischen Rechts. Also man sieht sehr deutlich, dass Deutschland sozusagen die nördliche Grenze, ja, des römischen Reiches ja damals war und auch sozusagen da nichts weiter, keine weiteren Einflüsse, rechtlichen Einflüsse des römischen Rechts in den Norden hinaus gestrahlt haben. Also man hat sich orientiert vor allem am germanischen Stammesrecht. Man hat weiter sich orientiert auch an der Gestaltung germanischer Stammesrechte, sprich man hat sich kaum am römischen Recht orientiert, an dieser Pandektenlehre, dass man sozusagen einteilt nach unterschiedlichen geschäftlichen Statuten, Personalstatut, Familienstatuten, Sachenrecht und so weiter. Also das nicht untergliedert. Man hat kaum verallgemeinert, kein vor die Klammer ziehen, so wie wir es im BGB haben, im ABGB, im Code Civil auch sehr viel abstraktere, generellere Regelungen, sondern es hat sich weiter stark orientiert eben am Gewohnheitsrecht. Und das Gewohnheitsrecht ist nun mal fallabhängig, einzelfallabhängig gewesen, starke Kasuistik, ähnlich beispielsweise wie das preußische allgemeine Landrecht, aber auch in volkstümlicher Sprache gehalten, also orientiert am Volk selber und an der Erschließbarkeit des Gesetzestextes durch einfache Sprache eben, volkstümliche Sprache. Also keine sozusagen überragende Begrifflichkeit, begriffliche Klarheit, wie das jetzt beispielsweise im BGB der Fall ist. Das schwedische Gesetz zum Beispiel hatte 1300 Paragraphen, was ja auch schon eine ganz schöne Menge ist für die Zeit. Ja, ich meine, gut, das BGB ist jetzt, geht darüber hinaus, aber Sie sehen hier sehr deutlich, es gab schon eine starke Fallorientierung. Gut. Unter dem Einfluss des Code Civil, also französische Aufklärung, haben dann die nordischen Rechte jeweils Einzelreformen unternommen. Man hatte ja dann schon vor dem Code Civil ein einheitliches Recht. Aber man hat dann natürlich vor dem Hintergrund der aufklärerischen Gedanken, hat man natürlich Einzelanpassungen vorgenommen, zum Beispiel die Eheschließung unabhängig von der Zustimmung des Vaters gestaltet, gleichberechtigtes Erbrecht, all das, was im Code Civil auch sich widerspiegelt, quasi die Errungenschaften, eigentlich das Droit Intermédiaire, dass man da hatte, die sind dann auch sozusagen ins schwedische und das nordische Rechte übernommen worden. Egalitäres Erbrecht, gleichberechtigtes Ehegüterrecht und so weiter. Emanzipation der Frau entsprechend. Also das ist relativ früh aufgenommen worden und zeigt natürlich auch einen ganz fortschrittlichen Ansatz der nordischen Rechte, anders als es jetzt in Kontinentaleuropa war. Dort haben wir ja vielfach sehr restriktive Regelungen dazu gehabt, gerade in Österreich, Deutschland beispielsweise, wo man sich ja immer noch am Feudalsystem orientiert hat, das nicht geändert hat. In Frankreich war es schon moderner, weil man mit dem Feudalsystem gebrochen hatte. Aber eben hatte man ja auch von dem revolutionären Recht, hatte man ja auch im Code Civil Rückschritte gemacht, sodass das Familienrecht eben nicht ganz so egalitär ausgestaltet war wie im Recht der Revolution. Gut, also man sieht sehr deutlich die Entwicklung. Früh hat es begonnen mit der Aufzeichnung des Rechts und man kam dann immer schneller eigentlich zu einer Kodifikation, sehr, sehr früh schon. Ja, im 14. Jahrhundert schon das Stadt- und Landrecht, was ja schon eine starke Leistung ist eigentlich in dieser Frühzeit, das Recht so zu vereinheitlichen und letztlich dann große Kodifikationen im 17. und 18. Jahrhundert.
Ab dem 19. Jahrhundert hat sich dann eine immer stärkere Zusammenarbeit der nordischen Staaten ergeben. 19. Jahrhundert, da war die geopolitische Machtposition Schwedens ja schon dahin. Ja, da gab's dann, war es dann nicht mehr so wichtig geopolitisch. Da hat man sich dann sozusagen aufgrund der geopolitischen Lage und der gleichen Interessen, also es gab jetzt nicht einen Platzhirschen, der so vorrangig dort irgendwie Machtanspruch hatte, hatte man dann schon relativ zügig gemerkt, dass eine Kooperation besser ist, als irgendwie sozusagen nur den eigenen Interessen zu folgen. Und man hat dann sehr früh schon Überlegungen angestellt, ob man nicht ein einheitliches nordisches Zivilgesetzbuch erlassen sollte, ja? Was den Handel zwischen den nordischen Staaten, die ja alle in der Geschichte sehr stark miteinander Gemeinsamkeiten aufwiesen, durch diese unterschiedlichen Herrschaftspositionen. Jeweils mal gehörte das eine zum, das Land zu dem einen Herrscher, dann mal zu dem anderen Herrscher. Sprache ist auch nicht ganz so unähnlich, sodass man sich gesagt hat, ja, können wir doch eigentlich, auch wenn die Rechte ja auch eigentlich eine ähnliche Entwicklung genommen haben, können wir auch ein einheitliches Zivilgesetzbuch erlassen. Das ist allerdings nicht gekommen. Also Sie sehen hier 1899, das ist so gerade die Zeit des Erlasses, auch des BGB. Das war so die klassische Zeit der großen Kodifikationen. Da hat man sich sehr wohl überlegt, macht man das, aber das Projekt hat sich nicht durchgesetzt. Was man aber gemacht hat in der Zusammenarbeit, man hat Modellgesetze ausgearbeitet, ja, so wie die Vereinten Nationen auch irgendwelche Modellgesetze erlassen oder für Amerika das American Law Institute irgendwelche Model Laws gestaltet hat. Auch die Zusammenarbeit der nordischen Staaten dazu geführt, dass man Modellgesetze erlassen hat in Einzelgesetzen, nicht eine große Kodifikation, sondern Einzelgesetze, zum Beispiel 1905 schon das Kaufgesetz. Und diese Einzelgesetze, diese Modellgesetze wurden dann in nationales Recht jeweils transferiert, ja, und mit Modifikationen, die das nationale Recht halt vorsah, ja, oder vorsehen musste, weil man die Besonderheiten des nationalen Rechts eben berücksichtigen musste. Das heißt, das Kaufgesetz basierte aber auf einer gleichen Grundlage. Dann haben wir 1979 Verbraucherkreditgesetz, Verbraucherkaufgesetz 1973, all das basiert auf Modellgesetzen, die eben dann in die jeweiligen Jurisdiktionen übertragen wurden. Das heißt, eine gemeinsame Grundlage gibt es, die gewisse Gemeinsamkeiten aufweist. Aber im Einzelfall haben wir natürlich dann Spezialgesetze im jeweiligen Land. Auch ein Aspekt der Modellgesetzgebung, das ist die Verbraucherschutzbehörde und Verbraucherombudsmann. Zum Ombudsmann kommen wir eh noch, 1970 entsprechend aufgenommen. Ja? Wurde diese Idee, dass man halt Datenzusammenarbeit jetzt durch die EU ersetzt? Oder gibt es da weiter mit einer Parallele, die bei Norwegen dann auch dabei ist? Ja. Würde ich die Antwort auf die Frage würde ich kurz zurückstellen, kommen wir noch dazu, die Verflechtung mit der EU. Kommissionin fragt natürlich völlig zu Recht, wie ist das jetzt mit der Zusammenarbeit? Jetzt gibt es einige nordische Staaten, die sind in der EU, manche sind nicht dabei. Wie sieht das jetzt aus? Und wir sehen natürlich, dass da Einflüsse gibt, ganz klar. Ja. Schauen wir uns gleich an. So, im Familienrecht kam auch entsprechend auf dem Modellgesetz basierend eine Entwicklung. Beim Familienrecht muss man sagen, die nordischen Familienrechte sind wahnsinnig modern. Also das würde man, wenn man sozusagen diese Regelung mit Mutterschaft beispielsweise ist da überhaupt kein Problem. Ja. Also in Österreich ist ja auch noch fortschrittlicher als Deutschland, aber die deutsche Regelung ist da sehr zurückhaltend und die deutsche Rechtsordnung tut sich da sehr, sehr schwer, modernes, angemessenes Familienrecht zu leisten. In den nordischen Staaten hat man das viel pragmatischer angepackt. Da hat man gesagt, okay, wir brauchen hier eine Regelung. Das ist eine Frage, die offen ist. Die müssen wir klären und da brauchen wir eine Regelung dafür und dann wurde diese Regelung eben entsprechend gestaltet. Bei uns, da tut man sich da härter. Da ist es sozusagen eher ein prinzipienorientierter Ansatz und das sieht man auch sozusagen, was man da kulturell sieht jetzt in dieser Entwicklung, das sieht man auch im Rechtssystem. Ja? Die nordischen Rechte sind pragmatisch gestaltet. Das basiert alles auf gewohnheitsrechtlichen Regelungen, die dann irgendwann kodifiziert worden sind. Volkstümliche Sprache, das ist irgendwie so ein bisschen hemdsärmlich, aber es ist pragmatisch. Das heißt, man hat einen konkreten Regelungsanlass und der wird eine Regelung zugeführt. Ja. Bei uns denkt man viel abstrakt, genereller, prinzipienorientierter, prinzipienbasiert,
vernunftsgesteuert auch. Man hat ja früher, bevor das BGB erlassen wurde, hat man sich überlegt, ob man aus Vernunftsregeln dann einzelne rechtliche Gesetzestexte herleiten kann oder Rechtsregeln herleiten kann. Das heißt, viel prinzipiengesteuerter auf einer abstrakteren Ebene. Und da tut man sich natürlich viel härter, diese abstrakt prinzipiellen Mechanismen in eine moderne Gestaltung zu bringen, als wenn man einfach sagt, man hat einen pragmatischen Ansatz, wir haben ja eine Regelungsfrage, die müssen wir einer Lösung zuführen. Also wo solche prinzipiellen Fragen, Prinzipienorientiertheit nicht unbedingt die vorrangige Rolle spielt. So, jetzt schauen wir uns an, weil das ja schon eine maßgebende Entwicklung ist dafür, dass das unterschiedliche souveräne Staaten sind, die da ja agieren. Warum agieren die da zusammen? Warum gibt es da so viel Einigkeit? Ja? Also wenn Sie sich vorstellen würden, Österreich hätte da jetzt mit Deutschland angefangen, einen Arbeitskreis zu bilden, ein gemeinsames Familienrecht zu erlassen, auszuarbeiten. Ja, also da würden Sie sich echt schwer tun. Also ich meine, das österreichische Mitmutterschaftsrecht ist ja auch noch nicht so modern, wie es in manchen Staaten auch sein könnte, bezogen ja vom Gesetzgeber damals nur auf die medizinisch assistierte Reproduktion. Niederlande ist da viel freizügiger, andere Staaten sind auch freizügiger. Aber die Diskussion bei uns ist ja schon, da diskutiert man noch nicht mal über diesen Fall medizinisch assistierte Reproduktion. Da kommt man noch nicht mal zu einer politischen Einigung. Wir warten seit 2017 eigentlich auf einen Regelungsvorschlag aus dem BMJ. Von der Regierung. Es gibt keine Koalitionseinigkeit, weder bei der GroKo noch jetzt bei der Ampel. Das heißt, es gibt noch gar keinen Fortschritt. Ja, Österreich hat das schon vor Jahren, ich weiß, glaube ich, 2015 oder so, war das Fortpflanzungsmedizingesetz, ja, das jetzt noch ausgeweiteter ist, weil der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, ja, tschüss mit der Beschränkung auf medizinisch assistierte Reproduktion, das ist gleichheitswidrig. Ja, also auch die normale Zeugung muss darunter fallen für diese Mitmutterschaftsregelung. Und also das wäre eigentlich, wenn man sich das vorstellt, diesen Gedankenexperiment macht, Deutschland und Österreich würden sich zusammensetzen, gemeinsames Familienrecht zu gestalten, das wird nicht funktionieren. Ja, das wird einfach nicht funktionieren, obwohl wir eine gemeinsame kulturelle Verflechtung haben und die gemeinsame Sprache sprechen. Ja, es funktioniert einfach nicht. Wir haben einen anderen Ansatz da. Und vielleicht sind wir Deutschen, also es, glaube ich, würde nicht an Österreich liegen. Also wahrscheinlich, also meine Prognose würde an Deutschland liegen. In den nordischen Staaten ist das ganz anders. Ja, da hat man auch seine Territorialherren, die Souveränen, die Dänen, die Schweden, alle mit ihrem eigenen Selbstverständnis, ihrer eigenen Hoheitsmacht, ja, in ihrem eigenen Territorium. Aber da hat man einfach einen pragmatischeren Ansatz. Man steht zusammen, man tauscht sich aus und findet eine Lösung. Und das werden wir auch sehen, wenn es an die Art und Weise des Handelns der dänischen Juristen oder der nordischen Juristen geht. Da werden wir auch sehen, dass da viel Kooperationsbereitschaft ist, man pragmatisch zusammenarbeitet. Und das finden wir sozusagen in anderen Jurisdiktionen nicht auf die gleiche Weise. Also wir haben eine enge kulturelle, politische Verflechtung schon über Jahrhunderte der Staaten. Wir haben verwandte Sprachen und ähnliche geopolitische Lage und fehlen von großen politischen Gegensätzen. Das ist sozusagen die Grundsituation im nordischen Recht, bei den nordischen Staaten. Ja? Und die hat das natürlich begünstigt, diese rechtliche Entwicklung. Ja. Wenn Sie sagen, verwandte Sprachen fehlen, dann Finnland auch dazu? Ja. Also, okay. Das heißt, der Finnland war auch dabei. Finnland ist auch da dabei, genau. Passt sich Finnland ans dänische, schwedische oder norwegische an? Je nachdem, wo jetzt gerade konkret die pragmatischen Zusammenarbeit notwendig ist, aber Finnland ist da auch dabei, ja, klar, selbstverständlich. Genau. Nordischer Rechtskreis ist ein feststehender Begriff, genau, der wird genutzt, ja, genau, ja. Gut, also Entwicklung begünstigt durch die jeweiligen Ähnlichkeiten, Zusammenarbeit, verwandte Sprache, geopolitische Lage und natürlich auch durch die gemeinsame Rechtstradition, dass man eben auf Basis von germanischen Stammesrechten das entsprechend entwickelt hat.
So, und schon deswegen, weil Sie den nordischen Rechtskreis sehen, sehen Sie auch jetzt schon, dass der Begriff nordisch gar nicht so ungebräuchlich ist. Es gibt nämlich den nordischen Rat. Ja? Ja? Ja. Nee, aber das ist bei uns jedenfalls, also in der Rechtswissenschaft ist das kein Begriff, der verpönt wäre, sondern es ist ein stehender Begriff eben für den nordischen Rechtskreis. Man könnte auch skandinavischer Rechtskreis sagen, wenn Sie nordisch nicht wählen wollen. Genau. Weiterer Punkt der Zusammenarbeit ist der sogenannte Nordische Rat, wo die nordischen Staaten gemeinsam eben über gewisse Themen beraten. Es sind zum Teil, also den Nordischen Rat gibt es in verschiedenen Konstellationen, ist ähnlich wie beim Europäischen Rat, gibt den Ministerrat, gibt den Rat der Staats- und Regierungschefs und so weiter. Und sowas gibt es eben im Nordischen Rat auch. Also ursprünglich waren es Vertreter der jeweiligen Parlamente, die sich da, also der Legislative, die sich dort zusammengefunden haben und dann eben über gemeinsame Themen gesprochen haben. Es gibt seit 1971 auch zusätzlich den Nordischen Ministerrat auf Regierungsebene, wo eben Exekutivmitglieder miteinander verbandelt sind. Seit 1952 hat man sich eben dort zusammengeschlossen und eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Gesetzgebung in Wirtschaft, Sozial-, Verkehrs- und Kulturpolitik betrieben. Das hat letztlich den Hintergrund, dass man gemeinsam deutlich stärker ist natürlich als alleine. Das ist ja das Prinzip, das wir in Europa auch verfolgen, dass wir durch gemeinschaftliche Integration, durch Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen Bereich auch unsere Stärken bündeln, unsere Kräfte bündeln und nach außen hin sehr viel stärker sind. Gleichzeitig hat es natürlich friedenssichernde Funktion in Europa nochmal viel wichtiger von der Historie her als bei den nordischen Staaten, wobei bei den nordischen Staaten ja auch diverse kriegerische Auseinandersetzungen miteinander stattgefunden haben. Also diesen Nordischen Rat gibt es und dort wird ganz entschieden auch daran gearbeitet, gemeinsame Gesetzgebungsaktivitäten eben vorzunehmen. Und jetzt haben wir die Besonderheit, den die Kommilitonin schon erwähnt hat. Jetzt gibt sich mit Blick auf diese Zusammenarbeit einerseits im Nordischen Rat, andererseits generell der nordischen Staaten, gibt sich die Besonderheit, dass nicht alle nordischen Staaten auch Mitglied der Europäischen Union sind und wir bei der Europäischen Union ja eine sehr starke Einflussnahme auch auf die Gesetzgebung haben. Das heißt, die nationalen Rechte der EU-Mitgliedstaaten werden natürlich maßgebend beeinflusst von der EU-Gesetzgebung. Ja, das geht nicht nur den nordischen Staaten so, es geht uns allen so. Ja, wenn Sie heute ins Verbraucherschutzrecht schauen, ja, dann werden Sie sehen, was das für Vorschriften sind. Die sind natürlich weitgehend alle durch EU-Recht dort reingekommen. Und genauso geht es auch in anderen Bereichen, in allen Bereichen der Europäischen Union letztlich. So, das heißt, Schweden, Dänemark, Finnland sind Mitgliedstaaten der EU. Die anderen Staaten sind es nicht. Grönland war mal, ist aber 1985 ausgetreten. Das heißt, Norwegen, Island, Grönland sind keine Mitglieder der Europäischen Union. Und das hat natürlich Auswirkungen, erstens mal auf die Art und Weise, wie Gesetzgebung in gewissen Bereichen koordiniert werden kann. Nicht überall kann man gemeinsame Gesetze erlassen, nämlich dann, wenn Europarecht gewisse Vorgaben macht. Ja, dann müssen die Staaten, die eben gerade nicht an das Europarecht gebunden sind, müssen dann mitziehen. Ja, jetzt ist die Frage, droht jetzt letztlich die Rechtsspaltung? Ja, droht jetzt sozusagen ein Auseinanderdriften der nordischen Staaten, was den Rechtskreis angeht? Und man kann natürlich sagen, ja, klar. Einerseits gilt das EU-Recht nicht in Dänemark und Grönland, in Norwegen, Island und Grönland. Da gilt das EU-Recht nicht, aber Island und Norwegen sind jedenfalls Teil des europäischen Wirtschaftsraums. Im europäischen Wirtschaftsraum ist die Grundlage, dass der Acquis Communautaire, also das Europarecht, der gemeinsame Besitzstand des Europarechts eben übernommen wird, mit Ausnahme einzelner Politikbereiche, zum Beispiel der justiziellen Zusammenarbeit. Ja, die justizielle Zusammenarbeit, die fällt raus, aber die Grundfreiheiten sind mit drin. Das heißt, überall dort, wo wirtschaftliche Zusammenarbeit
vorgesehen ist im wirtschaftlichen Bereich, ja, Hemmnisabbau, Freihandel und so weiter. Da gilt sozusagen der Besitzstand des Europarechts auch in den nordischen Staaten. Und dort haben wir natürlich die gleiche Hemmnisabbau, den wir auch in sozusagen in Kerneuropa haben, sodass die nordischen Staaten zumindest in diesen Bereichen, den EWR-Bereichen, zusammenarbeiten können, weiterhin, soweit sie überhaupt noch Hoheitsgewalt darüber haben. Was natürlich ein Hemmnis ist, das ist das Fehlen oder die Grenzen des EWR mit Blick auf die justizielle Zusammenarbeit. Und wenn Sie IPR schon mal gemacht haben, dann werden Sie wissen, oder IPR, IZPR, dass eben gerade in den nordischen Staaten, die nicht, also die in den EWR-Staaten wie Norwegen, dass da halt die Verordnungen, EuGVHO beispielsweise, nicht gelten. Also Sie quasi keine Zuständigkeitsbestimmung aufgrund der EuGVHO vorsehen können, dass die Rom-Verordnungen nicht gelten, Sie das anwendbare Recht anders bestimmen müssen als im Rest der Europäischen Union. Und das ist natürlich ein Problem für die wirtschaftliche Interaktion. Ja. Ganz einfach deswegen, weil man natürlich Sonderregelungen vorsehen muss für eine Interaktion, weil wenn es zum Streit kommt und Sie mit einem norwegischen Partner haben beispielsweise, Sie immer losgelöst von der Rom-1-Verordnung das anwendbare Recht bestimmen müssen. Ja. Aus nordischer Sicht, aus norwegischer Sicht zum Beispiel. Sowas hemmt natürlich auch Zusammenarbeit in anderen Bereichen. So habe ich mal ein Digitalisierungsprojekt beantragt bei der EU-Fördermittel für so Digital Justice Sachen, ja, E-Justice-Bereich. Da konnte ich keinen norwegischen Partner mit reinnehmen, obwohl da Kompetenz da gewesen wäre, ja, weil der nicht Mitglied, also weil zwei EWR-Mitglieder durften zwar mit Antrag stellen, aber nur, wenn sie auch die justizielle Zusammenarbeit mitmachen. Ja. Und das ist eben bei Norwegen nicht der Fall. Das ist bei keinem Staat der Fall, ja, der im EWR ist. Also das kann auch ein Hemmnis darstellen für Zusammenarbeit und Austausch. Gleichzeitig, diese Partnerin, mit der ich da den Antrag stellen wollte, wie es in Norwegen, ist aber eigentlich eine Finnin, ja, die in Finnland auch Jura studiert hat. Das heißt, die hat eine juristische Ausbildung aus Finnland. Sie sehen, dass da zwischen den Staaten ist natürlich ein Austausch. Das heißt, man kann Juraprofessor für Zivilprozessrecht in Norwegen werden, auch wenn man die Ausbildung aus Finnland hat, wegen der Ähnlichkeit der Rechtssysteme. Ja, stellen Sie sich vor, Sie würden in Frankreich beispielsweise, in Paris, ja, würden Sie einen deutschen Juraprofessor haben, der französisches Recht unterrichtet? Das kann schon sein, ja, aber das ist eher die Ausnahme, weil man in diesem Rechtssystem gar nicht ausgebildet ist als deutscher Jurist. Es kann sein, dass man sich den Luxus gönnt, ja, als große französische Universität, dann einen deutschen Professor zu haben, der deutsches Recht unterrichtet. Diesen Luxus kann man sich vorstellen. Aber dass ein deutscher Jurist, der im deutschen Recht ausgebildet ist, französisches Recht unterrichtet, ist eher die Ausnahme. Und in den nordischen Staaten geht es aufgrund der Ähnlichkeit der Rechte, geht sowas schon. Ja, und das ist natürlich ein großer Gewinn auch für die Mobilität der Wissenschaft in dem Bereich oder auch der Juristen in dem Bereich. Ja. Muss man sich auch überlegen. So viele Menschen leben ja da auch gar nicht. Ja. Das heißt, nicht jeder ist Experte für jeden Rechtsbereich. Das heißt, auch da gibt es einen engen Austausch der Juristen. Gut, schauen wir auf die Weltkarte. Ja. Nordisches Recht, das wollen wir mal sehen. Ja. Nordisches Recht, NO, das hier, ist auch sozusagen hellblau. Warum? Oder türkis. Warum? Weil wir eben weil alles eben germanische Rechtstradition ist, also auf Gewohnheitsrecht, Stammesrecht, germanischem Stammesrecht beruht. Und Sie sehen NO im Wesentlichen da oben bei den nordischen Staaten und sonst nicht. Ja? Also die Verbreitung des nordischen Rechts ist relativ gering. Warum? Weil die nordischen Staaten ein relatives Mikroklima hatten dort. Ja? Man relativ wenig Macht Anspruch hatte in Richtung Kerneuropa. Ja. Zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs hatte Schweden mal eine Vormachtstellung in dem Bereich, aber auch nie militärisch durch Eroberungen in Kerneuropa dauerhaft irgendwie Herrschaftsgewalt ausgeübt, sodass man irgendwie per Oktroyierung oder per Rezeption des Recht eben verpflanzt hätte. Gleichzeitig kamen auch Einflüsse von außen relativ wenig, sodass auch niemand irgendwie das nordische Recht mitgenommen hätte.
Ja, sodass das relatives Mikroklima ist dort, aber ja trotzdem nicht ganz unwichtig ist, weil ja auch entsprechend bedeutende Handelspartnerstellung besteht dort oben, nämlich gewisse, ja, sagen wir so, Ölreserven, die da liegen, Rohstoffreserven liegen, die natürlich auch am Weltmarkt gehandelt werden. Also auch da ist das nordische Recht nicht ganz unwichtig, sondern hat schon seine Bedeutung. Auch wenn es geografisch von der Verbreitung her relativ gering ist. Ja? Aber ich bin immer gerade auch in Russland über lange Zeit sehr berühmt. Ja. Gab es da Einflüsse? Ja, es gab natürlich schon Einflüsse. Ja, also wir haben ja gesehen, dass Finnland erst nochmal abgetreten wurde, dann, als die Russen gewonnen haben. Ja, klar, da gab es Einflüsse. Aber die Finnen haben trotzdem geschafft, irgendwie in diesem System ihre Autonomie in gewisser Weise zu behaupten, sodass die relativ gering sind, die russischen Einflüsse. Und man eher auch größeren Einfluss abgelehnt hat. Ja, ich meine, es ist natürlich klar, dass man durch Besatzer und Eroberung da nicht unbedingt freudestrahlend sagt, juhu, her mit deinem Recht. Ja, das ist auch klar. Ja, aber da haben sich die Finnen sozusagen sehr stark behauptet. Gut, schauen wir mal auf die stilprägenden Elemente, die wir im nordischen Recht haben. Und da ist es insbesondere die Gesetzesauslegung, die eine starke Rolle spielt. Und hier haben wir einen starken Bezug auf die historischen Gesetzgebungsmaterialien. Wenn Sie in Schweden Gesetzesmaterialien suchen, dann werden Sie in der Dokumentation relativ umfangreiche Materialien finden. Es geht nicht nur um die Parlamentsprotokolle, die da in Wort und Schrift sozusagen wiedergegeben sind, sondern auch umfangreich die sonstigen Materialien angegeben sind, auch öffentlich zugänglich. Also da kann jeder reinschauen. Überragende Bedeutung dieser Gesetzesmaterialien bei der Auslegung. Warum? Weil man einen grundsätzlich basisdemokratischen Ansatz hat, eine basisdemokratische Gesellschaftsstruktur dort. Und deswegen der historische Wille und die Willensbildung des Gesetzgebers maßgeblichen Einfluss auf die Auslegung des Gesetzes haben. Warum? Weil wir natürlich in den nordischen Rechten auch eine relativ germanisch geprägte Gesetzgebung haben, sodass die Sprache sehr volkstümlich ist. Wir haben keine abstrakt generelle Regelung, sodass immer gewisse Unklarheiten beim Zugang zum Gesetz bestehen und man das sozusagen aus der historischen Materialiensammlung sozusagen dann definieren kann. Also das, was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat, ist sehr wichtig bei der Auslegung der Gesetze. Und das, was das Parlament letztlich als Stimme des Volkes, als Legislativorgan entschieden hat, das soll maßgeblich sein für die Gesetzesauslegung. Also wir haben eine historische Auslegung, die überragende Bedeutung hat zu den anderen Auslegungsmethoden. Da sehen wir jetzt einen deutlichen Unterschied zum englischen Recht beispielsweise, wo wir ja gerade bei den historischen, bei den Gesetzgebungsmaterialien überhaupt keine Bedeutung haben, sondern die literal interpretation, also die wörtliche Interpretation des Gesetzes, Auslegung des Gesetzes deutlich wichtiger ist. Weil das Parlament halt letztlich über diesen geschriebenen endgültigen Text entschieden hat, sich dafür entschieden hat und die ganzen Vorreden, die Debatten, die Gesetzesmaterialien keine Maßgeblichkeit geben, was ja nur Vorgeplänkel ist, in Anführungszeichen, und also nur vorbereitendes Material ist und der Gesetzestext letztlich das ist, was das Parlament als souverän oder als Ausübung der souveränen Herrschaftsmacht, souverän ist ja eigentlich die Königin oder König, jetzt sozusagen entschieden haben. Gut, also sehr deutlicher Unterschied zu England. Gesetzesmaterialien haben quasi hier fast Rechtsquellenqualität. Es wird auch teilweise in Aufsätzen von Rechtsquellen gesprochen, wobei da die dogmatische Durchdringung des Unterschieds zwischen Rechtsquelle, Rechtserkenntnisquelle nicht immer so hochgehalten wird, einfach durch diesen etwas pragmatischen Ansatz hier. Gut, darüber hinaus, Grund natürlich, warum man sich auch bei der Auslegung des Gesetzestexts, der Gesetzesmaterialien bedient, ist, dass eben die Gesetzestexte sehr knapp gehalten sind, abstrahiert sind, auch wenn sie Einzelfragen entsprechend betreffen. Und diese konkrete Ausgestaltung im Einzelfall, die muss dann eben mit den Gesetzesmaterialien gelöst werden.
Darüber hinaus kann man Rechtspraxis und Rechtslehre ebenfalls zur Auslegung von Gesetzesmaterialien heranziehen oder von Gesetzestexten heranziehen. Also auch das hat Bedeutung, ist nicht völlig wurscht. Ja? Also auch ein Unterschied zu England, wo quasi die Wissenschaft eine ganz untergeordnete Rolle spielt, die Entscheidung des Richters aufgrund der Entwicklung des Systems deutlich größeren Wert hat. Auch die Rechtspraxis und Rechtslehre kann hier in Schweden herangezogen werden. Ist vielleicht nochmal stärker orientiert auf der historischen auf der historischen Auslegung, als das jetzt in Kontinentaleuropa bei uns der Fall wäre, Deutschland, Frankreich, wo wir schon auch durch, also vor allen Dingen im germanischen Recht, durch die starke Rolle der Wissenschaft bei der Entwicklung des deutschen Rechts oder des, ja, in Österreich ist ja ähnlich, sozusagen eine deutlich stärkere Rolle eben die wissenschaftliche Durchdringung des Usus Modernus Pandectarum eben hatte. Gut, das heißt, wir haben letztlich Rechtspraxis, Rechtslehre ebenso mit drin. Weiteres stilprägendes Element des nordischen Rechts ist der sogenannte Ombudsmann oder vor allem der Justizombudsmann. Da handelt es sich um eine Person, die unabhängig ist, die lediglich sozusagen, also beim Justizombudsmann, die lediglich dem Parlament eben berichtspflichtig ist. Ansonsten eine unabhängige Person, die zu allen verschiedenen Fragen angerufen werden kann, die mit der Verwaltung zu tun haben. Also bei irgendwelchen Streitigkeiten, die mit der Verwaltung, Exekutivausübung oder auch der Rechtsprechung zu tun haben. Überall dort, wo es zu Problemen kommt, kann dieser Justizombudsmann entweder von Amts wegen selbst oder aufgrund eines Antrags eines Bürgers eben tätig werden. Und der ist dazu da, eben Missentwicklungen entgegenzuwirken, bei Streit zu schlichten. Der unterbreitet dann einen Vergleichsvorschlag, der dann entsprechend eine Lösung für die Beteiligten darstellen soll. Ähnlich wie sozusagen so ein Schiedsrichter. Ja? So macht er das. Ja, also jetzt nicht konkret eine Schiedsinstitution, sondern der unterbreitet eben einen Vergleichsvorschlag, ist nicht rechtswirksam, ja, oder Mediator vielleicht eher. Schiedsrichter ist vielleicht zu viel gesagt, weil er keine Verpflichtung hat bei so einem Schiedsspruch, sondern der Ombudsmann unterbreitet einen Vergleichsvorschlag, der dann angenommen werden muss, aber in der Regel angenommen wird, weil er eben eine besondere Rolle hat. Ja? Also so ein Vermittler einfach, ein Vermittler, der dann eben eine Lösung herbeiführt. Das heißt, er nimmt Beschwerden, Eingaben von Bürgern gegen die Verwaltung oder andere Private auch entgegen und geht diesen nach und entwickelt dann eben einen entsprechenden Lösungsvorschlag. Also ein bisschen so eine außergerichtliche Streitbeilegungsinstrument, das eben sehr starke Bedeutung hat. Woher kommt das Ding? Das Ding hat der Karl der XII. Eingeführt, der König von Schweden. Der hat nach der Niederlage gegen Russland, hat er das Land verlassen müssen und ist dann ins Osmanische Reich geflüchtet. Und da hat er die sogenannte Mutasib kennengelernt. Das ist sozusagen eine Art Ombudsmann-Einrichtung, ja, im islamischen Staaten, die quasi über die Einhaltung der Rechte und Pflichten auch entsprechend wacht, die aus dem islamischen Recht kommen, insbesondere bezogen eben auf religiöse Rechte und dann entsprechend auch gegensteuert, ja, wenn dort Verstöße sind und so weiter. Und das hat er dort kennengelernt, hat sich gesagt, das führen wir in Schweden ein. Also nach der Rückkehr hat er quasi dieses Instrument transferiert und hat dann erst entsprechend einen Justizkanzler eingesetzt, der eben ein vergleichbares System eben für das schwedische Recht damals etabliert hat, der eben die Rechtseinhaltung, Fehlentwicklung bei der Verwaltung eben wachen sollte. Und dem wurde dann ein Ombudsmann zur Seite gestellt und daraus hat sich eben dieser Justizombudsmann entwickelt. Und Ombudsmänner, Ombudspersonen gibt es eben im nordischen Recht in vielen Bereichen. Der prüft also letztlich die Angemessenheit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und erarbeitet dann einen von allen Seiten akzeptablen Lösungsvorschlag. Hier die Seite. Der Ombudsman sozusagen gibt natürlich mehrere Personen, die hier entsprechend tätig werden. Es gibt auch nicht nur den Justizombudsmann, es gibt für alle möglichen Sachen einen Ombudsmann, der eben entsprechend
dann tätig wird, wenn es notwendig ist. Also sehr starke Fokussierung darauf, eine Art Kontrollorgan, ist nicht ganz unumstritten. Warum nicht? Weil dieses Kontrollorgan natürlich nicht nur die Exekutive, sondern auch die Justiz kontrolliert. Also erst einmal kontrolliert, ob die Justiz tätig wird ordnungsgemäß, kann auch Verfahren einleiten, kann aber entsprechend auch überprüfen, ob die Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt werden. Also schon eine relativ große Machtstellung, aber eben auch ein Instrument der außergerichtlichen Streitbeilegung, die nicht ganz unwichtig ist. So. Ist vielleicht auch diese Existenz des Ombudsmanns, ist vielleicht auch, zeigt sich auch wieder indirekt darin, dass die nordischen Gesellschaften relativ streitavers sind. Also die Eingangszahlen bei den Gerichten sind nicht so hoch, wie das beispielsweise bei uns der Fall ist. Bei uns sinkt es ja auch. Ja. Aber da kann man zumindest ableiten davon, dass die alternative Streitbeilegungsmechanismen, die im nordischen Recht eben bestehen, in den nordischen Rechten eben bestehen, dass die natürlich viele Konflikte sozusagen von den staatlichen Gerichten wegziehen in die alternative Streitbeilegungsmechanismen. Gut, was ein weiteres stilprägendes Element, das ist der Pragmatismus skandinavischer Rechtssysteme und Juristen. Pragmatismus haben wir schon kennengelernt, sozusagen bei der Frage, was wird geregelt, wie wird es geregelt? Das ist vielleicht einfach eine Folge der gewohnheitsrechtlichen Tradition. Gleichzeitig aber auch aufgrund der stetigen oder viel verflochtenen Zusammenarbeit und Gemeinsamkeiten der Staaten im Zeitgeschehen, und aufgrund vielleicht auch der Knappheit der Juristen legt man jetzt nicht unbedingt Wert auf eine übertriebene Begrifflichkeit und Konstruktion, abstrakt genereller Regeln, sondern man arbeitet halt auch einfach zusammen. Ja? Wie im Nordischen Rat überlegt man sich, ja, okay, wir haben ja folgende Probleme, wie können wir sie lösen, wie können wir eine vernünftige Regelung für alle finden, die mit denen alle leben können. Und auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Verflechtungen und der vielleicht auch Mobilität, die man zwischen den Staaten generieren will. Wie schafft man es, vereinheitlichte Rechte so zu generieren, dass man trotz der Tatsache, dass man kein Nationalstaat ist, kein einheitlicher Nationalstaat ist, trotzdem noch seine eigenständige Souveränität bewahrt, aber trotzdem eine ähnliche Regelung gestaltet. Beispiel Modellgesetz. Ja. Das schafft ja auch Integration. Also Rechtsvereinheitlichung durch Entwicklung von modellhaften Regelungen führt natürlich auch zu einer Rechtsvereinheitlichung. Ist ein bisschen schonender als das, was die EU macht, nämlich Richtlinien vorzugeben, verbindlich, die Staaten dann umsetzen müssen. Das ist natürlich eine andere Art und Weise der Integration. Bei den Juristen ist es so, dass die Juristen schon deswegen, weil es eine kleine Gruppe ist, es gibt nicht so viele, wie gesagt, nicht so viel starke Bevölkerungsanteil in den nordischen Staaten, wie es jetzt beispielsweise in Kerneuropa ist, das ist einfach flächenmäßig schon ein Hintergrund. Gleichzeitig sind die Städte halt auch nicht so groß, das heißt auch nicht so viele Juristen. Das heißt, es gibt wenige Experten für wenige Rechtsbereiche und das heißt, man schließt sich dann auch entsprechend zusammen. Ja, das heißt, wenn man jetzt den Experten fürs Zivilprozessrecht sucht in den nordischen Staaten, dann gibt es da eine Handvoll Experten, die aber nicht in jedem Land sind. Ja, zum Beispiel Kollegin aus Norwegen, die eine finnische Prozessualistin ist, die kennt sich halt im finnischen Zivilprozessrecht super aus. Deswegen wird die halt auch immer für Länderberichte, landesbezogene Fragen eben auch für Finnland gebucht, weil sie sich da eben auskennt. Sie kommt eben aus diesem System. Es gibt aber keinen vergleichbaren Wissenschaftler im finnischen Bereich, also in Finnland, der das genau mit der gleichen Tiefe machen würde. Also man sieht, trotz der norwegischen Affiliation dieser Wissenschaftlerin ist sie trotzdem Expertin für diesen anderen Rechtsbereich. Also man hat eine hohe Mobilität, man hat wenige Experten, die halt auch in den verschiedenen Staaten eben verteilt sind und man arbeitet halt einfach pragmatisch zusammen. Ja, das macht man halt. Aus der Not eine Tugend machen, man kooperiert halt hier. Und das hat man nicht nur mit Blick auf die kleine Gruppe der Juristen, sondern auch mit Blick auf die Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit bei den Gesetzen, auch über die Grenzen hinweg. Gleichzeitig sagt man sich, aufgrund des Pragmatismus brauchen wir auch
gibt es auch eine erhöhte Einigungsbereitschaft. Deswegen haben wir auch eine geringe Klageneigung der nordischen Juristen. Es gibt also relativ vergleichsweise geringe Klagezahlen, zivilprozessuale Fälle. Das hängt jetzt nicht nur mit der Kompromissbereitschaft der nordischen Juristen zusammen und der Gesellschaft generell, basisdemokratische Grundordnung, klar, Grundhaltung, fördert das natürlich auch, aber gleichzeitig gibt es natürlich diese alternativen Streitbeilegungsmechanismen, die natürlich sehr viele Fälle auch abgreifen. Ja, da gibt es genauso Streit über in den jeweiligen Nachbarbeziehungen beispielsweise, weil der Zaun irgendwie zu hässlich aussieht oder der Überhang des Apfelbaums, da hängen die Äpfel runter und der Nachbar darf die Äpfel nicht pflücken. Also, solchen Streit gibt es genauso auch in den nordischen Staaten. Sie werden halt nicht immer vor den Zivilgerichten ausgetragen, sondern halt dann beim Ombudsmann. Ja? Also das ist eine deutliches Signal auch, dass alternative Streitbeilegungsmechanismen schon eine Rolle spielen. Ein ganz wesentliches Element der nordischen Staaten, insbesondere aber bezogen auf Schweden, ist der Öffentlichkeitsgrundsatz, das Öffentlichkeitsprinzip. Wir haben schon jetzt an mehreren Stellen gesehen, dass die nordischen Staaten sehr basisdemokratisch aufgestellt sind. Das heißt, sie legen sehr viel Wert auf demokratische Mechanismen. Gleichzeitig ist es so, dass auch dem Staat als sozusagen Souverän in gewisser oder als Exekutivorgan und Legislativorgan nicht unbedingt immer vertraut wird, sondern es gibt auch eine gewisse Skepsis gegenüber Machtausübung. Ja. Und das Öffentlichkeitsprinzip, das ist ein ganz grundlegendes Prinzip, das sozusagen dem Souverän, dem Volk, seine Teilhabe auch zukommen lassen soll. Das heißt, Machtausübung wird kontrollierbar durch Öffentlichkeit. Ja, das ist der Grundsatz dort. Das heißt, nicht nur Gerichtsverfahren sind öffentlich, sondern es ist ein ganz grundlegendes Prinzip in den nordischen Staaten, vor allem in Schweden, dass jegliches Staatshandeln irgendwie öffentlich ist. Das heißt, wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie auch ganz berechtigt Einsichtsrechte geltend machen. Sie können beispielsweise herausfinden, was Ihr Nachbar so für eine Steuererklärung abgibt und können nachschauen, was verdient er denn so. Ja, Sie können nachschauen, was ist denn beim Premierminister das Gehalt. Ja, das können Sie auch nachschauen. Da gibt es Einsichtsrechte, umfassende Einsichtsrechte bei öffentlichen Verwaltungsakten. Genauso auch bei gerichtlichen Verfahren. Gerichtliche Verfahren sind auch ebenfalls öffentlich. Das heißt, im Grundsatz haben Sie weitreichende Einsichtsrechte, weitreichende Kontrollmöglichkeiten der Bevölkerung mit Blick auf das staatliche Handeln. Was ja eigentlich bei uns undenkbar wäre, dass man sagt, hier, hallo, da schaut der mir rein, da sitzt er mir gegenüber zum Beispiel, lacht sich eins, jetzt schaut er dann am nächsten Tag, schaut er sich dann den Gehaltszettel vom Reus an in den staatlichen Verwaltungsakten. Ja, in Schweden wäre das kein Problem, ja, könnten Sie machen. Bei uns würde man sagen, ja, Entschuldigung, Privatsphäre, ja, das sind meine Informationen, das will ich doch nicht sagen, was ich hier verdiene und so. Man können Sie eh alle sehen, weil die Beamtengehälter ja eh online sind. Aber trotzdem, ja, also welche Art von Leistungsbezüge ich jetzt beispielsweise, welchen Reichtum ich erwerbe durch das Studiendekanat, weil ich jetzt Leistungsbezüge kriege, ja, das können Sie natürlich nicht online ersehen. Ja, das sehen Sie nur vom Gehaltszettel. Aber grundsätzlich wäre das bei uns nicht möglich, wegen der gewissen Geheimhaltungspflichten, Persönlichkeitsrechtsschutz und so weiter. Geschäftsgeheimnisse, ja, können Sie in staatliche Akten eben entsprechend umfassend reinschreiben. Gibt nur begrenzte Beschränkungsmöglichkeiten, zum Beispiel zum Schutz des Staates, zum Schutz vor Straftaten, was ja auch immer missbräuchlich genutzt werden kann. Informationen sind ja immer auch Geld wert, ja, dass Sie beispielsweise eben mit den Informationen irgendwas anfangen, irgendwelche Straftaten begehen, zum Beispiel irgendwie nachschauen in irgendwelche öffentlichen Urkunden und dann diese Informationen dann verwenden für irgendwelche unlauteren Zwecke. Dazu, also wenn da eben
Risiko besteht, kann die Öffentlichkeit auch beschränkt sein. Also beispielsweise im Strafverfahren, wenn Sie Kronzeugen haben, ja, dann werden Sie die Verhandlung sicherlich nicht öffentlich durchführen. Ja. Zum Schutz des jeweiligen Zeugen und zum Schutz vor weiteren Straftaten. Ja. Wenn der Kronzeuge irgendwie mit dem Leben bedroht wird, dann wird er eben geschützt werden. Oder wirtschaftliche Interessen schützwürdig sind, zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse. Ja. Bei einem öffentlichen Verfahren, bei einem öffentlichen Gerichtsverfahren, wenn es um ja, ein Geschäftsgeheimnis geht, irgendwie ein Rezept für irgendwie, was weiß ich, den Lindt-Goldhasen, ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, also irgendwie so ein Geschäftsgeheimnis. Ja. Dann ist sozusagen der Schutz der wirtschaftlichen Interessen auch natürlich gegeben. Schutz des Privatlebens oder Unantastbarkeit des Privatlebens, das ist auch ein Grund, der zur Beschränkung führen kann. Jetzt habe ich Ihnen aber gesagt, Sie können schauen, was der Nachbar verdient. So stark kann der Schutz des Privatlebens wohl nicht sein. Und der ist natürlich auch nicht gravierend ausgeprägt dort, in den nordischen Rechten, in Schweden zumindest nicht. Da ist sozusagen der Schutz der Privatsphäre rudimentär. Ja, also der Kernbereich der persönlichen Lebensgestaltung, der wird geschützt. Also niemand kann sozusagen Nacktfotos von Ihnen machen und die im Internet veröffentlichen. Das ist unzulässig, aber grundsätzlich schützt das Privatleben solche Sachen wie Einsichtnahme in irgendwelche Gehaltszettel, wenn sie öffentlichen Verwaltungsakten drin sind. Ja, also Verwaltungsakte ist das ja, das bei Beamten immer. Also da wird das wird nicht geschützt, ohne Steuerakte. Also Trump hätte ein Problem, wenn er sich in Schweden versteuern lassen müsste. Gut, was sind die Gründe dafür? Ja, basisdemokratische Einstellung der Gesellschaft, Schutz der Demokratie und Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Schutz vor Korruption und Willkür des Verwaltungshandels. Also ganz grundlegendes Prinzip. Jetzt werden Sie sich aber sicherlich die... Ja? Ich frage mich, ob das jetzt irgendwas bringt. Also gibt es dazu informieren, ob das irgendwie... diese Ziele auch erreicht, oder ist es eigentlich nur so, ja, wir sind halt transparent, Korruption und Willkür gibt es trotzdem, aber halt anders. Also ich bin mir sicher, dass dort, wo Macht besteht, auch Machtmissbrauch herrscht. Also das ist sicher so. Es gibt sicherlich auch dort Möglichkeiten, wie sozusagen der Schweinehund tätig werden kann und sein Ziel erreicht, trotz dieses Öffentlichkeitsprinzips. Aber es wird ihm in vielen Fällen natürlich schwerer gemacht. Ja, also wenn man irgendwelche Dokumente hat, die ganz klar offenbaren, dass man dort eine Absprache getroffen hat, die nicht zulässig ist, dann kann jeder dort Einsicht nehmen. Ja, also es wird niemand zu blöd sein, das in diese öffentlichen Akten reinzuschreiben. Das ist klar. Also so richtig, vielleicht schon, aber es wäre ungünstig. Ja. Also das Öffentlichkeitsprinzip ist natürlich kein Allheilmittel gegen Korruption, aber es schafft zumindest eine gewisse Transparenz. Ja. Probleme gibt es da genauso. Ja, das ist klar. Gut, das war nur gestreckt, nicht gemeldet. Nein, alles gut, alles gut. So, da wird sich jetzt die Frage stellen, wie ist das mit dem Public Access to Official Documents? Wie ist das mit dem öffentlichen Zugang zu den Dokumenten, wenn wir doch jetzt im Europarecht sind? Ja? Und also vielleicht nicht überall, aber Europa, also viele Staaten und viele nordische Staaten sind ja schon Mitglied der Europäischen Union. Dänemark zum Beispiel. Wie ist das jetzt? Ist das überhaupt wirksam, dieses Öffentlichkeitsprinzip? Schweden ja auch. Ist das wirksam, dieses Öffentlichkeitsprinzip mit Blick auf den Datenschutz? Ja? Datenschutzgrundverordnung. Ja? Geht das überhaupt, dass ich meine Daten da so preisgebe? Und wenn wir jetzt mal reinschauen in den Artikel 86 der Datenschutzgrundverordnung, was wir natürlich nicht machen können, weil wir das jetzt nicht vorliegend haben, außer Sie googeln es jetzt schnell. Da steht drin, dass eben persönliche Daten in offiziellen Dokumenten eben schon, dass man die Veröffentlichung, dass das zulässig ist. Die Verarbeitung von Daten und die Veröffentlichung entsprechend, die in einem sozusagen, die Datenverarbeitung muss, da braucht man jetzt keine extra Einwilligung, sondern das ist sozusagen der Datenverarbeitungsakt der Behörde aufgrund der öffentlichen Aufgaben, die diese Behörde erfüllt, und da fällt das drunter. Das heißt, Schweden ist durchaus sich bewusst, dass die Datenschutzgrundverordnung hier
Einschränkungen vorsieht. Aber es ist ja alles öffentlich-rechtliche Datenverarbeitung, also von daher alles zulässig. Die Datenschutzgrundverordnung lässt das also zu. Ja. Das heißt, diesen ganzen Käse, den wir hier so machen, ja, in der öffentlichen Verwaltung mit der Datenschutzthematik, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, also wenn man sich anschaut, was die Schweden da alles machen. Ich meine, ich fände das auch krass. Ich würde jetzt auch nicht gerne wollen, dass jeder in meine Steuerakten schauen kann. Aber so ein gesunder Mittelweg wäre doch ganz gut. Ja, also ich meine, Datenschutz ist schon ein wichtiger Aspekt. Aber man sollte den Datenschutz jetzt auch nicht sozusagen über alles legen, sodass die Daten auf jeden Fall sicher sind, aber auch so nichts mehr funktioniert sonst. Also das heißt, das Prinzip, das wir hier in Schweden verankert haben, das Öffentlichkeitsprinzip, ist datenschutzkonform, also zumindest DSGVO-konform. Es ist möglich, weil die Datenverarbeitung eben nur auf öffentlichen Handeln beruht, also Verwaltungshandeln beruht, öffentliche Aufgaben wahrgenommen werden durch dieses Verwaltungshandeln, durch dieses Öffentlichkeitsprinzip eben und somit die Daten, die verarbeitet werden, eben alle Daten, die dort verarbeitet werden, umfasst sind und somit keine Besonderheit besteht, irgendwie, also keine Unterscheidung besteht zu irgendwelchen privaten Daten, sonstigen Daten. Es gibt natürlich diese Ausnahmeregelungen, die entsprechend eben auch betrachtet werden müssen mit Blick auf Einzelfälle. Da muss der EuGH dann natürlich auch entsprechend entscheiden, ob ein Schutz persönlicher Daten beispielsweise vorgeht im Einzelfall. Aber das wird sozusagen auch dann durch die Gerichte entsprechend sensitiv auch behandelt werden. Ja. Wie ist das mit europäischen Daten, zum Beispiel durch justizielle Zusammenarbeit? Strafbefehle und also da gibt es ja viel Zusammenarbeit, werden die dann, weil sie in Schweden ankommen, auch dort veröffentlicht, obwohl der Staat, aus dem sie kommen, das anders sehen würde? Oder gibt es diese, sag ich mal, ja, grenzübergreifenden Papiere da auch Regelungen? Also prinzipiell ist jedes Datum, das irgendwo in einer schwedischen Akte ist, auch der Öffentlichkeit zugänglich. Und die europäische Regelung dafür ist die Datenschutzgrundverordnung. Selbstverständlich sind gewisse Daten wie Strafbefehle, ja, kann man schon auch ausnehmen. Es gibt natürlich Ausnahmebestimmungen, je nachdem, ob eine Ausnahmebestimmung entsprechend betroffen ist. Ja, also das kommt immer darauf an, welches Datum jetzt eben betroffen ist. Also ich könnte mir durchaus gut vorstellen, wenn da so ein Strafbefehl kommt, da stehen ja auch immer die Sachverhalte drin. Manchmal möchte man so einen Sachverhalt ja auch nicht öffentlich machen, ganz einfach deswegen, weil man erstens vielleicht auch nachteilige Folgen für das Verfahren gegen vielleicht Haupttäter behindern würde, wenn sozusagen die Argumentation dann auch publik wird oder man hat Nachahmer oder was auch immer, hat dann Straftaten zu besorgen, weil dann beispielsweise gewisse Zeugen irgendwie Zeugenidentitäten aufgedeckt werden und da kann das durchaus dann eben verhindert werden. Aber sonst prinzipiell. Ja, gut, im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und der Ausnahmeregelung, die in der Datenschutzgrundverordnung drinstehen, was ja europäisches Recht ist, müsste der Europäische Gerichtshof natürlich über die Auslegung der Verordnung entscheiden dann. Also würde es dann Vorlageentscheidungen geben müssen. Oder halt, wenn sich Schweden daran nicht hält, an die entsprechenden Vorlageentscheidungen beim Vertragsverletzungsverfahren. Solche Sachen gibt es ja. Genau. Gut. Sind wir schon am Ende der Einheit zum schwedischen Recht. Was haben wir gemacht? Entwicklung des nordischen Rechtskreises, Bedeutung des nordischen Rechtskreises weltweit, stilprägende Elemente. Da haben wir gesehen, die nordischen Staaten haben also eine ganz andere Entwicklung genommen als jetzt auf kontinentaleuropäischer Seite. Wir haben kaum Einflüsse des römischen Rechts, außer gelegentlich mal in der Zeit, wo die schwedische Herrschaft nach dem Dreißigjährigen Krieg eben die schwedische Machtposition sehr stark war, hat man die schwedischen Juristen, die Adligen, auf die europäischen Universitäten geschickt. Dort haben sie das römische Recht erlernt. Und dadurch ist natürlich indirekt ein bisschen Einfluss genommen worden, aber kein maßgebender Einfluss drauf. Ich sehe auch schon, die Batterie ist fast leer. Wir sind ja hier schon am Ende. Also
Kein Problem, ich habe den Ding nicht angeschlossen heute. Letztlich sehen wir also eine ganz andere Entwicklung, eine viel eigenständigere Entwicklung, die aus dem System heraus in Kooperation mit den anderen, mit den nordischen Königreichen eben entsprechend entwickelt wurde. Eine starke Zusammenarbeit, wie wir sie vielleicht erst dann mit Gründung der Europäischen Union hier bei uns in Kontinentaleuropa gesehen haben, davor eben nicht. Und auch eine andere Art der Zusammenarbeit, die hier stattfindet. Also sehr pragmatisch, sehr einvernehmlich, ganz anders, als wir das jetzt im Bereich der Europäischen Union vielleicht kennen. Ja, wo das sozusagen eher gesteuert ist durch den Motor der Integration, ja, durch die europäischen Institutionen, die Sachen vorantreiben und vielleicht in gewissen Bereichen dann auch mal gewisse Mitgliedstaaten nicht mitnehmen. Ja. Verstärkte Zusammenarbeit beispielsweise. Okay, dann sind wir am Ende der heutigen Einheit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Rest Dienstag, eine schöne Veranstaltung heute Abend. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und alles Gute, schöne Restwoche, schönes Wochenende. Ciao.